So, ein wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero Folge 58. Ja. Eigentlich wollte ich ja gestern Abend aufnehmen. Also, es ist mittlerweile Mittwoch, 16 Uhr. Eigentlich wollte ich gestern Abend aufnehmen. Was ist hier los? Einmal dich. Na gut, die letzte hat sie nicht gebracht. Allerdings. Bringt überhaupt noch was? Ne, ich glaube, wir stecken schon komplett fest, weil da geht nicht wirklich. Ja. Allerdings war es halt so, dass ja gestern Abend war halt wegen Privaten nicht möglich. Heute früh kam dann auch was dazwischen. Und ich habe heute früh halt eine Ascension gestartet. Und die ist erst jetzt fertig. Eine einzige Ascension dauert mittlerweile fucking 7 Stunden oder was auch immer. Ja, 7 Stunden mindestens. Eine Ascension. Allerdings ist die jetzt auch mittlerweile fast. Also, die ist quasi jetzt vorbei. Ne, merkt man schon. Viel passiert hier nicht mehr. Ich glaube, in der nächsten Ascension. Ich will mich nicht aus dem Fenster nehmen, aber vielleicht können wir uns in der nächsten Ascension sogar schon Zieler leisten. Das wäre natürlich ganz funny. Ja. Ich lasse noch ein bisschen laufen. Folgendes. Aufgrund dessen, dass das hier mit den Ascension mittlerweile so lange dauert, mit abends immer aufnehmen klappt halt nicht, sondern ich nehme halt einfach immer pro Tag halt einmal irgendwann auf, wenn halt gerade eine Ascension vorbei ist. Das Problem ist, die Ascension dauern jetzt schon 7 Stunden, die jetzige Ascension. Die nächste Ascension wird also mindestens, auch mindestens 7 Stunden gehen. Und wie gesagt, es wird ja nicht mehr kürzer, sondern es wird immer länger. Das heißt, in der nächsten Transcension erreichen wir schon, schon Zeiten von 8 und 12 Stunden. Also von 8 bis 12 Stunden pro Ascension. Das heißt, es lohnt sich definitiv nicht mehr, jetzt hier immer versuchen, abends aufzunehmen, sondern wie gesagt, ich werde so machen, dass halt immer ich gucke, einmal am Tag gucke ich, wenn eine Ascension vorbei ist, starte dann die Aufnahme, so wie jetzt gerade. Und, die Sache ist, muss doch mal gucken, vielleicht machen wir es so. Na doch, also. Es ist zum Glück noch nicht so, dass eine Ascension mehr als ein Tag geht. Das zum Glück noch nicht. Das heißt, solange wie eine Ascension maximal halt ne, ein paar viele Stunden geht, aber halt mehrere Ascension pro Tag möglich sind, werde ich halt so machen, dass ich halt auch pro Tag noch eine Folge hochbringe. Aber wir werden wahrscheinlich auch irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es nächste Woche schon ist oder erst übernächste Woche, je nachdem, dann wahrscheinlich eher doch dazu wechseln, Ich wollte gerade sagen, einmal pro Woche bloß noch aufnehmen, aber so langsam ist es hier noch nicht. Nee, also ich würde mal sagen, solange wie wir pro Tag mindestens eine Ascension hier schaffen, mache ich auch jeden Tag noch eine Folge. Aber irgendwann ist das so halt abgefahren und dann geht es halt nicht mehr. Beziehungsweise das heute ist ja sowieso die Folge für gestern. Das heißt, die heutige Folge habe ich noch gar nicht aufgenommen. Aber es ist jetzt schon 16 Uhr. Das heißt, die nächste Ascension wäre dann heute irgendwann um Mitternacht. Und dann werde ich keine Folge mehr aufnehmen. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich morgen früh ascenden. Werde da dann eine Folge aufnehmen und dann morgen Nachmittag und da eine Folge aufnehmen. Das heißt, dass ich dann morgen zwei Folgen aufnehme. Hätte ich quasi heute schon machen können. Aber wie gesagt, heute früh kam halt was anderes dazwischen. Deswegen kann ich heute auch nur eine Folge aufnehmen. Gleich kommen wieder die drei Skills hier. Haben wir wieder alle gleichzeitig. Wie schön. Ah, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Gut, ich meine, da bringt zwar nichts mehr. Wie gesagt, die sind jetzt wahrscheinlich jetzt schon vorbei. Da passiert nicht mehr viel. Übrigens, ich glaube, den Plan mit heute ist, eigentlich hatte ich ja heute schon zu transzenden.
Aber das wird sowas von überhaupt nicht funktionieren. Mal gucken, morgen. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Andererseits, wir haben jetzt, ne, bei der vorherigen Session habe ich ungefähr 350, jetzt 370. Das heißt E20. Jetzt muss man mal gucken, wie man das hochrechnen kann. Hier haben wir 50, hier haben wir 40, hier haben wir auch nochmal 40. Ja, haben wir sogar weniger als 40, Nanu. Tja, mal gucken. Also bis morgen Abend kriege ich auf jeden Fall noch 1, 2, 3 Ascension hin. Also mit der, die wir jetzt starten, 3 Ascension. Bis morgen Abend. Bis morgen Nachmittag, meine ich doch. Na, dann werden wir mal morgen. Also die Folge, die für euch morgen kommt, ist ja die Folge, die in echten auch morgen kommt, nur in morgens halt. Da werden wir auf jeden Fall nochmal eine normale Ascension machen. Und die Folge, die morgen Nachmittag kommt, die für euch also übermorgen kommt, da werden wir dann wahrscheinlich den Transcenden. Das heißt also für euch doch einen Tag später als geplant. Na gut, in Echtzeit ja auch einen Tag später als geplant, weil hinter denn schon 3 Tage. Genau. Hä? Was hier los? Was ist hier passiert? Ach, wegen dem Respec wahrscheinlich. Kann das sein? Haben wir da gerespeckt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ja, genau. Heute Abend wären 2 Tage. Heute Abend werde ich aber auf jeden Fall nicht transcenden, sondern frühestens morgen. Das heißt genau 3 Tage. Ja. Na gut, ich würde sagen, jetzt machen wir auf jeden Fall mal eine Ascension. Dankeschön. Achso, siehst du, mal gucken. Wir haben jetzt einfach schon 748 Ancient Souls. Das ist ein bisschen krank. So, wie sehen unsere Stats aus? Wir haben minus 700 Monster pro Zone. Also guck mal, Marvel ist definitiv auf dem grünen Damm. Oha! Wow, Boss Health gerade mal 2? Es war eine Zimbabwe so stark. Ich meine, dass ich den hochgelevelt hatte, wusste ich zwar, aber so stark? Stimmt, den haben wir um 10 Level hochgelevelt. Heilige Scheiße. Aber ich habe gerade gesehen. Oh, geh mal scheiß weg, du blöde Fliege hier. Ich will mal die Dinge lesen. Hallo. Oh, Alter, wenn die Fliege drüber ist, kann man das Ding nicht aufrufen. Verpiss dich. Oh, alter Mädel. Willst du mich jetzt hier verärgern? Geht doch. So, genau. Primal-Chance ist gerade mal 75%. Aua, aua, aua. Das heißt, Admin spendieren wir auf jeden Fall noch mal 10 Level. Das können wir uns auch leisten. Dann machen wir das auch mal direkt. Dann sollte das wieder. Genau. 260% Primal-Chance. Das sieht wieder gut aus. So, der Boss-Fight-Timer. 70 Sekunden ist auch in Ordnung. Ja, so sieht alles schon mal relativ gut aus. Das können wir so lassen. Okidoki. Gut. Dann können wir jetzt ascenden. 750 Ancient Souls, Alter. Achso, siehst du, wenn jetzt der geht, so noch mehr. Mal gucken. Alter, in einer Ascension haben wir 102 Ancient Souls bekommen. Also, ne, wertmäßig jetzt. Es ist einfach so unendlich krank. Also, ich schätze mal, ne, bei der nächsten Transcension werden wir hier die 10% locker sprengen. Aber sowas von locker. Wir haben jetzt derzeit haben wir 950 Ancient Souls. Das heißt, ja, der Wert verdoppelt sich einfach. Es ist ein bisschen krank. Weißt du, so die ersten Ascension immer relativ wenig hier so, ne, so 10, dann vielleicht nochmal 10, vielleicht nochmal 10, ne, vielleicht nochmal 10. Und jetzt aber hier, ne, hier unten, mit einmal 40, mit einmal 80, jetzt mehr als 160. Alter, ist das schon mehr als das Doppelte. Also von der Abstufung davor, ne? 80 und jetzt 170. That escalated quickly. Jetzt sind wir genau in der Phase, in der ich auch bei meinem Tablet eine ganze Weile war.
wie gesagt, die Phase, die hätte ich jetzt so ungefähr bis 4000, also bis 1E4000. Und ab 1E4000 ist es dann mit meinem Tablet wieder langsamer geworden, wegen Idle. Aber mal gucken, ob wir so überhaupt so weit kommen. Also ob wir so weit spielen. Und B, gucken, ob wir hier mit einem aktiven Spielen tatsächlich sogar die 4000, also nach E4000 noch weiterkommen auf E8000 oder wie der Geier was. Das Problem ist, ab 1E4000 ist dieser Wert hier auf 25%. Oder sogar schon ab 1E3000, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also wenn wir hier 1E4000 haben, dann ist der Wert hier auf 25%. Und höher geht der Wert nicht. Und das Problem ist, das, was uns so extrem boostert, ist, dass dieser Wert immer so extrem anspringt. Wenn der aber nicht mal steigt, haben wir auch keinen extrem Booster mehr. Und da ist dann halt immer die Frage, wie es dann danach weitergeht. Weil das ist dann eine ganz schöne Bremse. Aber soweit müssen wir erstmal kommen. Da sind wir noch nicht. Noch lange nicht, würde ich jetzt nicht sagen, aber naja, mal gucken. So, was wir zuallererst mal machen, ist wieder mein wunderschönes Hochleveln. Das heißt, das dauert immer so ewig. Zum Glück dauert das immer nur beim ersten so ewig. Beim zweiten weiß man, bei den anderen weiß man dann ja schon, wie viel es kostet. ...71 ist zu teuer. Gut, ich lasse jetzt mal so. Das heißt 1E86. 1E86. Bam. Na komm. Achso, Speicher nicht vergessen. So. Lalalala. Was war das denn jetzt? What? Oh, ja, das ist mein Speicherstand gerade. Ja, ich habe mal gerade gespeichert. Da wird das ja inzwischen ins Clipboard kopiert. Da war ja was. So, jetzt kommt der geile Hecht hier. Tja, ich glaube aber fast, wir können hier doch überall noch mal eins draufpacken. Das geht tatsächlich doch locker. So, bei den Goldies muss ich gucken. Das wären dann 9. Das heißt also 27. Selbst das geht noch. So, mehr geht aber nicht. Also ich gebe in letzter Zeit so extrem viel Hero Souls aus. Naja gut, ich habe ja gespeichert vorher. Falls ich doch zu viel ausgeben sollte, kein Problem. So, hier gebe ich jetzt so lange aus, bis hier nur noch 3,3 steht. Oh nee, ha. Jetzt noch eins kaufen würde hier komplett nahezu alles auf. Das wäre genau hier, ne? 3,57 und das kostet 3,52. Also würden wir fast alles jetzt auf den verbrauchen. Lass ich so. Man muss nicht übertreiben. So, und hier können wir jetzt mal gucken. 100 sind schon zu teuer. Das ist ja schade. Ja, schade. Na gut, dann machen wir mal hier manuelle Annäherung. Okay, das wären also 80. Dann machen wir einmal überall 80. Bam. Hä? Warum hat er jetzt hier einen Rundungsfehler und da nicht?
Bin ich gerade bescheuert? Ach nee, ich habe hier einfach nur so lange geklickt, bis da eigentlich, also hier hatte ich sogar schon, also hier habe ich quasi schon ein Level zu viel gekauft bei denen. Lol. Ah komm her, hier stecken wir lieber nochmal einen Hals. Das ist ja jetzt blöd gelaufen. Immer diese Rundungsfehler. Ah, machen wir überall 81. Flash-Games sind echt armselig. Aber gut, solange das Spiel an sich stimmt, kann man mit solchen kleinen Fehlern leben. Und wenn nicht, kann man das ja immer noch sein lassen. In Wirklichkeit will ich das Spiel auch gar nicht mehr spielen. Ich mache das bloß für euch als Zuschauer. Ich in Wirklichkeit spiele privat bloß noch Basic-Clicker. Spaß. So, haben wir es überall gekauft? Sieht soweit gut aus. Ja, wir haben überall gekauft. Sehr schön. Okay. Haben wir noch was übrig zum Verschwenden? Nee, ne? 1,71. Das wären. Na, ich glaube mal 2,85 kann ich noch mal kaufen. Das wären dann so ungefähr, na, ich sag mal 3,71. Wenn ich das dreimal kaufe für die drei Klicker hier oben. Das mache ich mal. Weil die drei Klicker sind halt die, die am wichtigsten sind. Ob das jetzt was gebracht hat. Ich stehe auf einem anderen Stern. Ja, ich weiß, ich könnte auch diesen Kalkulator benutzen, aber nee. Selbst ist der Mann. Dann weiß ich wenigstens, wenn was schief läuft, ist es aber meine Schuld. Oder das Spiel ist kacke. Je nachdem. So. Wir haben ein paar Gills, die habe ich noch nie angefasst, ganz ehrlich. Sieht man ja auch überall die Ausrufezeichen. Scheiße, 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 noch scheißigerer. Alles scheiße. Jetzt weiß ich auch, warum ich die nie angeguckt habe. Ja, die hier sind mittlerweile auch bloß noch auf der Wartebank. Bei der Transcension nutzen wir sie nicht mehr. Für alles andere taugen die nichts mehr. Also irgendwie, ja. Ich weiß nicht, die drei Tabs sind irgendwie komplett gestorben. Also, komplett useless für uns. Komplett useless. Gut, dann würde ich mal sagen, einmal hier raufklicken. Das Schöne ist ja, solange wie ich hier das Ding nicht weiterlaufen lasse, läuft das Spiel auch super fließend. Deswegen kaufe ich lieber immer erst die Level, die Helden-Level und mache dann das mit dem Progression-Mode aktivieren. Das ist ja die bessere Alternative. Achso, siehst du noch die ganzen Vergoldungen kaufen? Hätte ich ja beinahe voll vergessen. So, Zuchi überspringen wir mittlerweile komplett. Wir gehen also direkt auf Skur. Skugur. Ja, komm, wir gehen direkt auf, komplett auf Skugur. So, dann kaufen wir mal alle Upgrades. Dann machen wir mal dich erstmal aktivieren und dann machen wir einen Finger da drauf, einen Finger da drauf, einen Finger da drauf. Achso, wir haben gar keine Klicker. So, dann aktivieren wir die drei Klicker. Drei bitte, dankeschön. Und schon können wir uns hier auch die alle kaufen. 100, 100, einmal 2000 und der bis 8000. Das dauert immer relativ lange hier unten, den hochzuleveln. Leider gibt es auch keine 1000er-Tasten. Ich finde es so scheiße, dass es hier nur bis 100 geht. Okay, mehr geht auch nicht. So, damit haben wir schon mal. Ja. Schön. Wie wir einfach gleich von Anfang an direkt als Tsuchi-Level kaufen können. Das ist schon ein bisschen geil. Das ist schon krank. Ist schon einfach abartig krank. So, okay, wir haben alle. Dann können wir jetzt auch in den Progression-Mode gehen. Und dann können wir progressieren. Ist das ein Wort? Ich hoffe doch. Ja. Und mehr ist nicht zu tun.
Deswegen ich auch schon kurzzeitig am Überlegen war, ob ich nicht vielleicht doch einfach bloß noch Transcension aufnehme und Ascension gar nicht mehr aufnehme. Aber ich sag mal so, zumindest so kurze Folgen wie jetzt können wir machen. Ja, ist halt so. Na gut, da würde ich mal sagen, sieht man sich dann wieder zu morgen früh, also für euch morgen. Ja, also doch morgen früh, ist ja. Beziehungsweise morgen Abend, wenn ihr die Folge erst abends guckt, also oder übermorgen, wenn ihr die Folge morgen erst übermorgen guckt, oder in 3 Jahren. Oder vielleicht sind wir bis dahin alle tot. Corona und so. Ja. So, ich würde mal sagen, kaufen wir es jetzt für Stück immer 100 Level. Egal, wie lange kommt. Alter, geht doch. So. Und warten jetzt die nächsten 20 Minuten, dass wir uns hier komplett hochleveln können. Das spannendste Let's Play der Welt. Wow. Aber wie schnell man hier immer nachkaufen kann, ja, das ist so abartig. Ich meine, wir kaufen immer gleich 100 Level mit einmal. Und trotzdem können wir gleich. Upp, jetzt schon wieder nachkaufen. Das ist einfach so krank. Das ist einfach so abartig krank. Na gut. In dem Sinne würde ich dann mal sagen, schau mit V. Bis morgen. Man sieht sich. Tschüss.